Horrorunfall in der Seestadt. Polizeisprecher Thomas Keiblinger berichtet, welch dramatische Minuten sich am Badesee abspielen. Und zwar haben wir um 20.31 Uhr einen Einsatz bekommen. Einsatzadresse war die Janis Joplin Promenade. Dort gibt es einen Badeteich und angefordert wurde eine Funkstreife mit Defibrillator an Bord, weil mehrere Zeugen gemeldet haben, dass dort eine Person untergegangen ist. Sie ist zuerst in den See schwimmen gegangen, dann plötzlich untergegangen und kann nicht mehr aufgefunden werden. Es haben hier schon Zeugen nach dem Verunfallten getaucht, die konnten ihn aber nicht finden. Wie kam es, dass er einfach untergegangen ist? Ist er gefährlich gesprungen? Oder? Diese Person war mit zwei Freunden dort. Bei dem Verunfallten handelt es sich um einen 19-jährigen Burschen. Der ist alleine ins Wasser gegangen, 5 bis 10 Meter, so haben uns die Freunde berichtet, hinausgeschwommen Richtung Seemitte und dann plötzlich völlig unvorhergesehen untergegangen. Derzeit geht man davon aus, dass der 19-jährige Bursch nicht schwimmen konnte. Die Zeugen stehen noch immer unter Schock.